Okay, dann sage ich mal hallo, liebe Leute. Ich habe mal gedacht, ich fange mit neues Projekt an, Gattingphone, und wir haben hier Flammy. Hallo. Hallo. Mio Fan. Schnarch. Jessie. Heya. Und den Hallo. Simon. Ich hör's auch. Hallo. Na, dann fangen wir einfach mal an, wa? Unter keinen Druck. Der stille Simon. Ja. Was geht, meine werten Zuschauer? Oh, ich hab's gerade gehört. Ja. Alles. Okay, wie soll man eine bekloppte Geschichte machen? So, Hallo, ich habe kein keinen. Plan. Das fängt schon gut an. So, meine Lieben, ab diesem Punkt ist leider abgebrochen, weil ich eine falsche Taste genutzt habe. Ich hätte eben die groß schreiben dürfen. Das nächste Mal suche ich mir eine andere Taste. Ich aufnehme oder ich schreibe einfach klein. Und ja. Und dann ging es ab diesem Punkt weiter. Sollen wir jetzt auf fertig drücken? Ihr könnt, wer fertig ist, kann drauf drücken. Also ich habe auf fertig gedrückt. Hab ich schon. Das ist so bescheuert. Mir ist nichts eingefallen. Mir auch nicht. Ich habe irgendwann so eine Schnauze genommen. Das ist ja super. Das erste Wort Geil. beginnt schon toll. Ich mag es jetzt Ja. schon. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Das muss ich ernsthaft googeln. Geil. Wie sind die Ohren? Hm? Was zum Teufel ist das? Wer weiß? Frag halt dann, wenn es gezeigt wird, halt den Ersteller, okay? Ah, was? Okay, die Übersetzung kann ich so. Hat für Vögel im Hintergrund? Wolf. Das ist mein Piepmatz, der da rumzwitschert. Das die Ich ganze habe. Zeit, also freut euch. Also, ich habe auch zwei Vögel, aber die sind allerdings im Wohnzimmer. Das heißt, dass ich Ruhe habe. Die hat die Vögel immer bei sich. Ja. Ich hätte die auch richtig gerne hier drin, bloß ich habe leider nicht genug Platz. Ich mache hier den reinsten Schwachsinn, also wer das erkennt. Ach du Heilige, das muss wieder vor. Oh. Also mich zeichnen lassen ist keine gute Idee. Tja, das ist halt der Spaß dann dran. Ja, vor allem wenn ich nicht weiß, was das heißt. Richtig. Viel Jetzt einfach Spaß das, was dann. ich denke. Oh Mann. Bin manchmal gespannt, was es bei euch wird. Safe.
Oh Gott. Ich improvisiere nämlich auch gerade. Ich kann sogar eigentlich recht gut klar mit meinem Bild. Lol. Das ist nicht mehr normal, was ich da mache. Wer zeichnet heutzutage noch normal? Aber ich spreche mit der Maus, weil ich gerade kein Tablet habe. Was ist Tablet? What? Ja. Moment mal, ich habe doch ein iPad. Warum benutze ich mein PC? Ich benutze den PC sogar. Ja, ich benutze auch den PC, aber ich habe normalerweise ein iPad. Aber ich habe das heute ja gar nicht auf dem iPad. Verdammt. Hier. In die Schnauze. Ich muss mal kurz hier die ganze Pokémon Go Armada mal wegpacken. Die immer noch an sind. Also wer immer mein Bild kriegt, viel Spaß mit der tollen Zeichnung. Ja, das kann ich auch sagen. Aber man mir erkennt nur mich gar nicht. Ich habe gar keinen Plan. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Monster erschaffen. Noch mal sehen, wie man dein Monster dann erkennen kann. Mach einfach auf weiter. Wird schon schief gehen. Oder so. Also eigentlich könnte ich sogar auf weiter drücken, lustigerweise. Kannst du auf weiter drücken? Also auf fertig. Ach so. Ich hab's Gummibärchen. Ja. Irgendwie mein Beruf. Alle unsere Fressen sind einfach hier gestehen. Ja. Wer wohl mein Bild kriegt, der wird sich fragen, was habe ich in der ganzen Zeit getan? Ein Ich habe Monster was. schaffen. Was? Ein Monster schaffen. Ja, ein Monster schaffen und ich habe versucht rauszufinden, was das heißt. Okay. Naja, wird schon schief gehen und am Ende kommt sowieso wieder was Lustiges raus. Ja. Ich weiß so wahnsinnig, ich mache jetzt schon sogar Schatten. Schatten. Ja, sie ist wahnsinnig mit den Bildern. Tut mir leid, ich weiß sonst nicht, was ich mit der Zeit anfangen soll. Und ich möchte ja das Bild noch verfeinern. Ja. Also ich kenne ja ultra gut, ich kenne ja sehr gute Freunde von mir, die richtig gut zeichnen können. Und ich denke mir immer noch so, wie können die das? Ach dir. Vor allem, Ich bin ich. ja, vor allem bei Mewfan muss man sich vorstellen, was ist bei ihr Zeit? Alle. Egal wie hardcore die Zeit ist, sie kriegt noch eine vernünftige Zeichnung hin. Und das Schlimme ist, wenn ich sogar noch mehr Zeit habe, kann man sich ja vorstellen dann, oder? Ja, wenn ich so 3 Stunden Zeit hätte, würde ich auch ein richtig gutes Bild hinbekommen. Ich bin wahnsinnig und mache halt gerade Taten.
Aha, deswegen. Ah, ich bin ja schon fertig. Also ich bin eine Person, die lieber was Handwerkliches macht mit Holz oder sowas oder Blumen oder was weiß ich was anpflanzen, aber zeichnen ist nicht mehr möglich. Tja, so ist das Leben. Also Ja. sind der aus Fun der Sache. Ja. Kann man hier eigentlich... Oh Gott, man kann ausfüllen lassen. Ja. Ja. Ja, ich Das mache das gerade... Warte. Die ganze Zeit mit dem Stift, mit der kleinsten Oh Stufe, weil ich das nicht Gott. gecheckt habe. Verdammt. Gut. Ja. Hätte ich die App mir vielleicht davor ansehen sollen? Vielleicht. Was ist App? Ich mache über App. PC, Hi, So. iPad und mit Maus. Ja, PC. PC, sorry. PC. Ja, das sieht schon mal nice aus. Dann mein Motiv ein bisschen. Ich würde ranzoomen wollen am besten. Geht ja leider Willst du nicht. ihn? Ich weiß. Deshalb sage ich es ja auch extra. Ach so, jetzt check ich, was das übersetzt heißt. Ach, verdammt nochmal. Okay, Dam, ich habe komplett dam, was. Ich glaube, ich habe es komplett falsch. Ja. Jetzt kann man es nicht hören. Wer ist denn eigentlich schon fertig? ich bin Ja, ich fertig. war schon seit 5 Minuten. Ich bin eigentlich auch fertig, aber ich verfeinere das Bild einfach. Das sieht so komisch aus. Ich kann das nicht oft genug sagen. Macht nix. Jeder macht merkwürdige Dinge. Am Ende ist es dann immer das Witzigste. Das ist ja der Punkt. Ja. Was? Nein, ich habe Genau. gerade bei Ulti einen Sub bekommen von Ulti. Hä? Was? Hä? Okay. Oh. Random. Lustig. Ich dachte so, hä, was? Lol. Man kennt es, der Streamer selber schenkt mir einen Sub. Das bin ich. Ach, ich mache Ja, auch noch der ein bisschen Stream was am schenkt Bild. einen einfach mal was. Ja, das ist doch wunderschön. Muss sagen, wo ich noch Kunstunterricht hatte, habe ich meistens 4, 3, 4, 5 bekommen. Ich habe nur ein einziges Mal eine 1 bekommen. Auf dem Bild, wo jeder schrecklich fand. Jeder fand das total hässlich, aber der Lehrer fand es schön und hat mir eine 1 gegeben. Oh. Weiß bis heute nicht, warum ich da drauf eine 1 bekommen habe, aber okay. Lehrer. Hauptsache, man hat im Kunstunterricht teilgenommen. Solange gibt es Ich keine beschwere mich nicht. 6. Ich habe damals immer zwischen eine 3, eine 2 und eine 1 gehangen in Kunst. Na gut, ich glaube nur 5 hatte ich ein einziges Mal, aber ich glaube sonst immer 4, 3. Das Lustige ist, meine Schulzeit war im Prinzip auch immer schlechte Noten, auch bei Kunst, weil das die ganze Zeit Menschenthemen waren und
was hasse ich einfach. Oh, ich kann gar keine Menschen zeichnen. Ja, das ist es. Ich finde das nur Schwerkraft. Das ist es ja. Bei uns gab es gefühlt nur Menschendinger. Zum Beispiel, zeichne deine Fresse ab. Oder oh, ich hatte das immer, sich selber zu zeichnen. Das ist irgendwie so unangenehm. Das meine ich ja damit. Oder Masken die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und ich, die ja lieber Tiere kritzeln will, beispielsweise. Oder Farbewesen. Nope. Oh, verstehe ich. Was der versucht, Tiere zu zeichnen, das sieht immer ganz lustig aus. Ich konnte erst auch später mit den Menschen was anfangen mit Zeichnen, aber als ich in der Schule das machen sollte, habe ich mir nur gedacht, what? Wir sollten mal ein Stofftier nähen in der Schule. Aha, Hauswirtschaft. Bestimmt. Nein, in Kunst. In Kunst? Ja, sollten wir ein Stofftier zeichnen. Nähen, mein Gott, nennt man nähen. Okay, nähen? Ja. In Kunst? Ja. Haben die was gesoffen? Sag ja. Nein, haben sie nicht. Doch. Bei uns in Kunst war sowas nie. Nee, bei uns auch nicht. Nur in Hauswirtschaft sollten wir uns an eine Nähmaschine setzen. Ich hab eine Nähmaschine, ich hab's aber mit der Hand versucht. Okay. Und dann, ich hab da drauf eine 4 bekommen. Dann hatte ich dieses Stofftier die ganze Zeit unter meinem Bett. Dann habe ich das gefunden, hab's dann irgendwie hier wohin geschmissen und dann hat's Rosa genommen und hat's jetzt zerfleischt. Also mein Hund heißt Rosa. Okay. Okay. Es hat mir nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Ja, warum soll man denn ein verdammtes Plüschtier halt im Kunstunterricht machen? Keine Ahnung. Deshalb haben die ja was gesoffen. Weil wer kommt schon auf diese bekloppte Idee? Ich sag mal so. Hat dich gehasst. Nein, er ist nicht mein Lieblingslehrer. Also, eigentlich hat er dich gehasst. Dann muss aber die ganze Klasse gehasst haben. Habt ihr es eigentlich bald oder immer noch nicht? Ich mach grad schon. Ich sitz schon wieder dran, du, weil. Oh, Leute. Oh nein. Ja. Bei mir ist es irgendwie so, ich vertrage mich fast mit jedem Lehrer. Es gibt nur es gibt zwei Lehrer, die mich nicht mögen und die ich nicht mag. Das weiß ich, die mich mögen, aber ich sie nicht. Okay. Es gab in meiner Schule nur Hasslehrer. Gut, bis eine Ausnahme, die kam aber erst später. Und das war meine Religionslehrerin. Geht das nun weiter mit den Bildern von euch anderen? Ich bin eigentlich soweit schon fertig. Wie sieht es bei euch aus? Ich kann auch fertig drücken. Ich meine, es eh. Ich bin auch fertig. Dann mal. Wer fertig ist, dann klicken. Oh, es geht los, Leute. Also gut. der Hooker, ich meine, es hat für Schreien. Was ist. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Und dann lustigerweise kriege ich das dann. Ja. Oh Mann. Und wer mein Bild kriegt, darf bitte das süß finden. Und bitte sagt der, wo meins hat, dass es ein Monster ist. Okay. Dann mal los. Oh, das ist süß. Was? Da steht drauf, jetzt kann man nicht eine Szene zu beschreiben. Da ist nix! Wer hat nochmal versucht, Schatten zu zeichnen?
Miofen, glaube ich. Ha? Ja. Was mit Kälter? Okay. Ich habe gefragt, wer versucht hat, Schatten zu zeichnen. Ich habe Schatten gemacht. Na, ich glaube, ich dein. Also ich habe auch fertig gedrückt gehabt schon. Und das ist kein Versuch halt. Ich habe einfach nur simpel die Schatten gemacht. Müssen wir nicht jetzt nochmal irgendwas zeichnen? Kann passieren. Ja, soweit ich sehe, ja. Wir sind halt Runde 3 von 5. Und jeder kriegt... Achso. Ja, jeder einmal das Werk sozusagen vom anderen. Auch das Weitergereichte. Oh Gott. Das heißt ja im Prinzip, Flammi kriegt zum Beispiel, ihr werdet nie... zum Schluss zu sehen, nur bei der Vorschau. Ansonsten geht das durch alle durch. Okay. Naja, besser gesagt, was meine ich damit? Hier ist irgendwie auch Satzbegrenzung volle Kante. Ich hab's ganz einfach gemacht. Zwei Worte und ein Symbol. Ja. Darf man jetzt schon auf fertig drücken? Ja, wer ist, kann... Ist, wenn fertig ist, dann wird die Zeitbegrenzung bestimmt aktiviert. Den Rest. Lol, sogar richtig. Ach du Heilige. Ich hab alles von dem, was mich erwartet. Was soll ich hier draus schließen? Was? Heck? Nein, was ist denn das? Was das? Okay. Der von mich bekommen hatte, mein Beileid. Ich. Oh Gott. Ich versuche hier auch gerade was hinzuscheißen. So. By the way, ich habe irgendeinen Mensch anscheinend und ich habe überhaupt keinen Schimmer vom Menschen, wie man so kritzelt. Kein Witz. Und ich soll ein und ich soll ein Tier zeichnen. Oh Gott. Das sieht dann noch aus wie ein Alien, das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh Gott! Ich sah mal das Mensch mit dem Tier. Ich sehe morgen wieder meine Freundin, die gut zeichnen kann. Ich frage sie mal, ob sie es versuchen möchte, mir zeichnen beizubringen. Sie uns weiß zu zeichnen. Okay. Aber ich glaube, das kann man nicht von anderen lernen. Übung macht den Meister, im wortwörtlichen Sinne. Ja, okay. Heilige. Ich habe versucht, eine Linie zu zeichnen. Danach. Ja, die sieht nicht nach einer Linie aus. So. Ich versuche das Bild hier gerade noch irgendwie zu retten.
Das ist die falsche Farbe. Okay, es ist doch humanoid geworden. Das ist doch wundervoll, was auch immer das ist. Oh Gott, ich darf nicht lachen. Das weiß ich, was ich hoffe. Hoffentlich erkennt man es. Mal schauen dann. Ich bin noch nicht fertig. Nevermind. Also ich bin noch nicht fertig. Lasst euch einfach Zeit. Wir haben eine Zeit der Welt. Wahrscheinlich. Scheiße. Ja, ich glaube, ich bin gesund. Das ist das Letzte, was wir haben. In der Theorie glaube ich ja. Jo. Außer dass ich hier gleich mit dem Hund raus muss. Ja. Und es jetzt anfängt zu regnen bei mir. Sehr schön. Ach, wie lieb ich es, wenn man mit dem Hund rausgehen möchte und dann fällt es plötzlich an zu regnen. Das ist schön. Nicht. Okay, wie soll ich das hinkriegen noch? Ach, schön. Ich muss noch ein Detail machen von meinem Bild und darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Wusste ja nicht. Das gehört zu der Beschreibung mit dazu. Ja, stimmt doch wieder. Ich bin richtig gespannt, was jemand gedacht hat bei meinem Bild, was es sein soll. Ja. Aber das, was ich hier gerade habe, das Bild, wusste ich nicht, was ich genau machen sollte. Ich habe mich da kreativ eher ausgelebt jetzt. Ich würde gerade bei dir. Ich habe die Idee. Ich werde meistens immer genau dann angeschrieben, wenn ich ein Spiel starte. Aber sobald ich gestartet habe, sonst werde ich nie angeschrieben. Aber genau wenn ich starte. Hier, das ist so schlimm. Tja, deshalb sollte man seinen Status zum Beispiel auf nicht stören machen. Ja. Nein, ich meine generell immer, wenn man Zeit hat, wird man nie angeschrieben, aber immer dann, wenn man es macht. Ich habe zum Beispiel gestern 2 Stunden gewartet, ob mich jemand anschreibt, und mir war langweilig, dann habe ich ein Spiel gestartet und dann plötzlich schreiben mich 5 Leute an. Boah. Ja. Oh. Und das ist ständig so. Das ist schlimm. Weil guck jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich ja den Aufnahmetermin und dann haben mich gleich wieder Leute angeschrieben. Wegen der ersten Zeit. Aber davor hatte ich aber was 6 Stunden Zeit oder so. Okay. Ich liebe es. Okay, das muss ich nochmal machen am besten. Ach, verschmelze einfach mit dem Hintergrund. Ich war gerade ja noch hier Fun mit draus gerade. Haben die Tiere denn. Die haben doch Punkte, oder? Warte. Ja, natürlich. Kommt drauf an, welches Tier du meinst. Ja, ich weiß. Also soweit ich weiß schon, ja. Ich hab nur noch mal nachgeguckt. Alles gut. Okay. Auch wenn ich über das Thema schon mal informiert habe und ein Referat machen musste, dennoch habe ich nochmal nachgesucht. Boah, ich musste in der 6. Klasse ein Referat über einen verdammten Tintenfisch halten. Ja, Tintenfisch. Tintenfisch! Frühstück. Oh Gott, sieht das scheiß aus bei mir. Ich
Erfreut euch über mein humanoides Etwas dann, okay? Ja, okay. So. Kleine Verfeinerung noch und dann bin ich auch ready in dem Fall. Also ich bin. Also ich bin jetzt einfach ready. Ja, ich auch. Warte, den Himmel mache ich noch. Himmel? Was ist der Himmel? So, ich bin ready. Mal sehen, wie jemand mein Funbit gefällt. Ja, dann sollte mir alle mal bei dir stellen. Okay, ganz detailreichen Himmel. Das ist ganz kurz. Das sieht eher aus wie ein Ei, wie eine Wolke. Ach, egal. Die Eierwolke, man kennt. Ja, Eierwolke. Ja, fertig. Wie das aussieht. Nein. Es wird schon schief gehen. Es wird schief gehen. Man sieht gefühlt scheiße aus. Bloß für nächstes Mal muss ich mir eine andere Tasse zur Aufnahme nehmen. Eine andere Tasse? Ich hatte eine andere Taste, weil ich habe eine Aufnahmetaste genommen, die ich vorhin gebraucht habe und ich habe da kurz unterbrochen und dann wieder aufgenommen. Oh. Okay. Das habe ich jetzt erst gemerkt, aber hoffentlich ist alles drauf. Ist ungefähr verloren gegangen? Wer kann noch nicht so gut zeichnen? Ja, bei mir ist das so mittelmäßig, würde ich sagen. Auf dem PC ist das halt schwieriger zu zeichnen, sagen wir es so. Ich halte mich nur zurück. Sonst sind wir alle viel zu geflasht von den Zeichnungsskills. War halt gestartet. Countdown des Todes. Ja. Ey! Oh Gott. Show me your move. Okay. Oh, Wolf. Dann wollen wir mal los. Ey, anfangen. Oh Gott. Eine Ente beim ja, Brutzeit. Tschüss! Ente plus Todes. Simon, Mann! Was passiert da? Kleine Ente will Brot haben, okay? Ja, was soll ich die da denn erkennen? Ich habe damit nicht gerechnet, dass die Ente im Brot sein möchte. Oh, okay. Und ich habe nicht verstanden, was dieser Pfeil sein soll. Ja. Oh, tschüss, Simon! Nein, Simon! Oh. Wie war's mit Flammi? Dann machen wir mit nächster. Muss ich irgendwas machen? Ah, ne. Ein Baum fällt auf ein Auto. Mir ist eingefallen. Okay, wir haben näher. Ich bin mal rausgeflogen. Nix, also da ist wirklich nix. Ach so, Simon hat anscheinend irgendwie nix gekritzelt gekriegt. Nix, also da ist wirklich nix. Da ist nix. Mit so Ruhrhafen denkt an nichts. Okay. Weiter. Aber das ist super gefallen. Schokolade plus Giraffe. Ich wusste, dass es von ihr kommt.
Oh nein, jetzt kommt meine Zeichnung danach. Simon, hast du überhaupt irgendwas gezeichnet? Ich glaube, der ist rausgeflogen. Ja. Ja, ich warte. Ja, ich hab was gezeichnet. Schade. Simon sieht man nicht. Dein Rausfliegen war zu brutal. Ja. Hey, aber Leute, die Giraffe ist doch gar nicht so schlimm. Ja, alles gut. Schieb, ich wusste schieb. Nicht, was sie damit genau meint. Da habe ich einfach irgendwas gezeigt. Das ist super. Ja, Chip Chip aus. Ein charmanter Typ mit rot weißem Face sieht ein Riesen. War zu sprachlos. Hey, findet ihr meine hässlichen Mönchenfratze? Gut. Gut. Direkt Schmuck. Ach so, mit Recht. Weißt du, Gott, ich habe das anders eingegeben. Oh. Das hat sie echt gut gemacht. Ja, das hat die Königskuh. Ja, ich dachte wegen der Krone. Das ist irgendwo mit Krone, die nicht gezündet hat. Aber cute Bilder. Aber ja. Ohne Witz, halt, meine Kuh. Die war wirklich süß. Wie süß diese Kuh. Ich hab keine Ahnung, wie ich die Ohren machen soll. Kein Witz. Ja, die zweite Kuh hat keine Ohren. Ja. Und nur zwei Beine. Hm. Bei mir wirkt es wie, als wenn sie drei Beine hat, aber... Naja, ich war eigentlich zu faul, um halt den letzten... Und das andere Hinterhof halt ein klein wenig noch darzustellen. Also habe ich im Prinzip das hinter dem Vorderbein gemacht. Ja. Na dann beenden wir diese Aufnahme. Und dann gucke ich mal, was da überhaupt zu retten ist. Und übrigens, man kann die Bilder auch abspeichern. Ich weiß. Ich weiß. Für die, die es nicht wissen, wollte ich dir sagen.